Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Leider bin ich noch nicht wieder so weit fit, dass ich wieder auf Fototouren gehen kann und muss deswegen leider nochmal ein Photoshop-Video für euch machen. Ich wollte eigentlich schon wieder mit der Kamera unterwegs sein, aber wie gesagt, das Ganze muss noch ein bisschen warten. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich auf diese Woche wieder ein kleines Tutorial anbieten. Deswegen habe ich mich entschieden, ich möchte euch mal einen ganz kurzen Tipp geben, wie ihr Bilder vergrößern könnt und trotzdem Details erhaltet oder zumindest möglichst viele Details immer noch im Bild behaltet. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier schon mal ein Bild geöffnet, was schon ein paar Jahre älter ist. Das hier ist jetzt in der Originalauflösung, so wie ich das aufgenommen habe. Das ganze Foto hatte ich dann auch einmal gespeichert mit einer wesentlich geringeren Auflösung. Nun kann euch das ja auch mal passieren, dass ihr von mir aus ein Foto bearbeitet habt oder von mir aus auch alte Handyfotos habt, wo noch eine geringere Auflösung ist. Und ihr braucht die dann vielleicht später mal in einer höheren Auflösung. Ich habe das Bild jetzt, wie gesagt, hier nochmal in einer geringeren Auflösung. Hier gehen wir einfach mal rein. Bei der Bildgröße 500 Pixel Kantenlänge haben wir hier und 276 Pixel nach oben. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mal bloß hier reinzoome, dann seht ihr schon, das verpixelt hier alles. Das heißt, also so kann ich das Bild nicht vergrößern. Wenn ihr das Bild größer haben wollt, müsst ihr einfach oben auf Bild gehen, auf Bildgröße. Und dann achtet aber darauf, wenn ich jetzt hier von mir aus eine Kantenlänge von 1000 haben will, weil ich das zum Beispiel nochmal für irgendwelche anderen Zwecke nutzen möchte, das Bild, dann seht ihr schon, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen weiter reingehe ins Bild, die Details verschwinden hier so ein bisschen. Das sieht alles verwaschen aus. Und man sieht nicht mehr so richtig diese Kanten alles und das sieht auch irgendwie verpixelt aus. Das ist natürlich nicht so schön. Deswegen habt ihr hier die Möglichkeit, einen Haken reinzusetzen, neu berechnen. Und dann geht ihr aber nicht auf automatisch, sondern geht hier weiter runter. Hier ist ein Punkt, der heißt Details erhalten. Ich klicke den mal an, dann seht ihr schon, werden die Kanten viel genauer. Dieses Feature, das gibt es erst seit Photoshop CC. Wenn ihr also eine ältere Version habt, von mir aus CS6 oder noch ältere Version, da werdet ihr das nicht finden. Deswegen, wenn ihr Photoshop CC habt, habt ihr halt auch diesen Punkt Details erhalten drin. Und zusätzlich könnt ihr noch ein paar mehr Details rausholen, wenn ihr hier mit diesem Punkt Rauschen reduzieren arbeitet. Ich nehme das hier einfach mal komplett raus, dann werden die Kanten noch ein bisschen härter, ist noch ein bisschen besser zu sehen. Genauso, wenn ich jetzt hier das Rauschen reduzieren mal auf 100% setze, dann hoffe ich, sieht man das jetzt im Video auch, dass das Ganze dann so ein bisschen verwaschener aussieht. Deswegen einfach immer schauen, sollte halt irgendwo, sollte man sich dann schon in der Mitte treffen. Rauschreduzierung ist immer ganz gut, aber eben nicht zu stark, dass trotzdem noch die Details bleiben. Das Ganze bestätigt ihr dann mit OK und schon sieht das Bild auch vergrößert noch vernünftig aus. Ihr seht, das ist eine tolle Variante, um Bilder zu vergrößern, wenn ihr nur noch sehr kleine Ausgangsdateien habt. Aber ihr solltet natürlich auch wissen, wenn ihr das zu stark vergrößert, das wird nicht zu 100% die Details wieder herholen können. Deswegen wäre es natürlich immer gut, wenn man auch noch die Originaldatei, also in Originalgröße da hat. Wenn das mal nicht ist oder ihr, wie gesagt, zum Beispiel mit alten Fotos arbeitet, die einfach noch nicht in hoher Auflösung fotografiert wurden, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um das Bild trotzdem noch ein bisschen aufzuwerten und man damit vielleicht auch noch ein bisschen besser weiterarbeiten kann. Das soll es auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.